Hab ein altes Heft gefunden mit krakeliger Kinderschrift. Abgewetzt, vergilbt, geschunden und ein böser roter Stift metzelt in den Höhenflügen meiner armen Niederschrift. Mit sadistischem Vergnügen und verspritzt sein Schlangengift. Und ich spüre, jeder rote Strich am Rand trifft wie ein Pfeil. Die Zensur ist keine Note, die Zensur ist wie ein Beil. Ich spür's, als ob es heut wäre, und ich blick zurück im Zorn. Seh mich als Sträfling auf einer Galeere, und der Einpeitscher steht vor. Nach LMN, das merke ich, ja, stehen die TZ und die CK. Bildest die Mehrzahl vom Wort, dann hörst die Endung du sofort. Nimm die Regel mit ins Bett nach, doppelaut kommt die TZ. Und merke, trennen die ST, denn es tut den beiden weh. Ich war kein schlechter Erzähler, aber es war wie verhext. Wo ich schrieb, da waren Fehler, und wo nicht, hab ich gekleckst. Nach Hilfe und guter Wille blieben fruchtlos, ist doch klar, weil ich meist wegen Sibylle gar nicht bei der Sache war. Wenn ich Schularbeiten machte, dachte ich immer nur an sie. Immer wenn ich an sie dachte, litt meine Orthographie. Und so habe ich mit ihr eben lieber probiert als studiert. Mich interessiert das Leben und nicht, wie man's buchstabiert. Element, das merke ich, ja, stehen die TZ und die CK. Bildest die Mehrzahl vom Wort, dann hörst die Endung du sofort. Nimm die Regel mit ins Bett nach, doppelaut kommt die TZ. Und merke, trennen die ST, denn es tut den beiden weh. Kreide kreischt über die Tafel, mir sträubt sich das Nackenhaar. Setz, Schluss mit dem Geschwafel, es ist wieder wie es war. Und da sitze ich und leide, geduckt an dem kleinen Tisch. Rieche Bohnenwachs und Kreide, welch ein teuflisches Gemisch. Und dann kommt meine Abreibung und ich werde Anarchist. Er begreift, dass die Rechtschreibung die Wissenschaft der Esel ist. Ein Freigeist, ein großer Denker, ein Erfinder, ein Poet. Ein zukünftiger Weltenlenker beugt sich nicht dem Alphabet. Element, das merke ich, ja, stehen die TZ und die CK. Bildest die Mehrzahl, du vom Wort, dann hörst die Endung du sofort. Nimm die Regel mit ins Bett nach, doppelaut kommt die TZ. Und merke, trennen die ST, denn es tut den beiden weh. Ich schreib heute noch wie Django, aus der Hüfte und mit Schwung. Trotz dem endlosen Tango der deutschen Rechtschreibung. Ich hab nur Glück, dass ich heute singe und somit ungelesen bleib. Ihr wisst von mir tausend Dinge, aber nicht, wie ich sie schreibe. Nach Element, das merke ich, ja, stehen die TZ und die CK. Bildest die Mehrzahl, du vom Wort, dann hörst die Endung du sofort. Nimm die Regel mit ins Bett nach, doppelaut kommt die TZ. Und merke, trennen die ST, denn es tut den beiden weh. Olle. Ich habe die ganze Pause über gestimmt, aber hier drin ist es viel schöner und wärmer als bei mir da drin. Oh, jetzt habe ich... Ja, nochmal auf das Lied zurückzukommen. Die Experten haben natürlich gemerkt, dass dieses Lied noch vor der Rechtschreibungsreform entstanden sein muss, weil ich glaube, jetzt darf man wohl mittlerweile ST trennen, was man ja damals, also das war sehr verpönt, aber ist mir sowieso völlig wurscht, ob das nun... getrennt werden darf oder nicht, weil ich mache das sowieso, wie ich denke. Und ich wollte sagen, dass ich die Hälfte meines Lebens damit zugebracht habe, zu versuchen zu begreifen, warum man Sauerstoffflasche mit 3F schreiben, ja, mit Sauerstoffflasche mit 3F, ich bringe das immer durcheinander, Sauerstoffflasche mit 3F und Schifffahrt, aber nur mit 2F. Und das liegt daran, weil nach dem zweiten Mitlaut, wenn dann noch ein dritter Mitlaut käme, nachdem wieder ein Mitlaut ist, dann darf das sein. Und das ist bei Schifffahrt ganz anders. Und im Grunde genommen ist das alles furchtbar einfach, aber fällt vielleicht doch jetzt ein bisschen zu weit, wenn ich versuche, das zu erklären. Und so ganz genau verstanden habe ich es allerdings immer noch nicht. Aber die andere Hälfte der Zeit habe ich damit verbracht, zu versuchen zu verstehen, erfolgreich aber diesmal, warum man manchmal das mit rund S und manchmal mit SZ schreiben soll. Und das soll jetzt alles vorbei sein? Das soll jetzt alles vergessen sein? Alles für nichts und wieder nichts für die Katz? Die
ganz umsonst die Maulschellen, die ich mir eingefangen habe und die Tränen, die deswegen geflossen sind. An die vielen schlaflosen Deutschstunden möchte ich gar nicht zurückdenken, die ich deswegen zugebracht habe. Und dann höre ich manchmal die Härte, dass nun wirklich, manchmal soll ich jetzt angeblich das mit rund S und manchmal mit zwei rund S schreiben. Niemals. Ich lasse mir mein SZ nicht nehmen. Und ich muss sagen, solange wie nicht endlich mit der Groß- und Kleinschreibung aufgeräumt wird, die ich übrigens bis in die letzten Feinheiten, bis auf den heutigen Tag nicht ganz verstanden habe, solange geht mir sowieso die ganze Rechtschreibungsreform am Arsch vorbei. Aber es ist auch bezeichnend für den Zustand dieses Landes, wenn wir bedenken, dass unsere hochbezahlten Volksvertreter ihre ganze Energie gebündelt haben, ihren ganzen Restverstand mobilisiert haben und alles auf dieses brennendste aller deutschen Probleme gelenkt haben und uns die Rechtschreibungsreform geführt haben.